75 Jahre Rheinland-Pfalz gibt uns Gelegenheit zu sprechen mit Django Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Nehmen Sie uns doch mal für die 0,01% der Menschen mit, die Sie vielleicht nicht kennen. Was leben Sie am liebsten und was sind Ihre Aufgaben in Koblenz? Meine Aufgabe in Koblenz, ich bin als Integrationsbeauftragter der Sinti und Roma in Koblenz, Rheinland-Pfalz unterwegs und bin Musiker, dass ich auch noch beide sehe ich fast als Hauptberuf. Das würde ich wohl auch so sagen. Und Sie sind ja auch nicht der Einzige in der Familie, der Musik macht, oder? Nein, es sind meine Brüder, Mike Reinhardt, mein Vater David Reinhardt, der mit Schunkelack Reinhardt schon gespielt hat. In der 60er, da war ja eine ganz bekannte Gruppe. Also die Musikgeschichte bei uns geht bis zum Django Reinhardt aus der 30er und 40er Jahre, der schon da weltweit Schlagzeilen gemacht hat in der Musik. Also das ist die Familie schon zurückschauen bis dahin. Und damit haben wir eigentlich auch den Aufhänger, dass Sie sagen, Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz, das ist eine gute Geschichte, da ist eine Menge gut gelaufen, im Gegensatz vielleicht zu manch anderem Bundesland. Was ist hier so gut gelaufen? Was hat funktioniert? Ja, ich glaube, es war noch Glück und Rheinland-Pfalz war auch sehr, die ganze Kultur, auch der Sinti und Roma, auch alles, was Flüchtlinge war, war Rheinland-Pfalz schon sehr gut aufgestellt in der Zeit. Aber bei uns war es noch dazu, dass Schnuckenack und David Reinhardt gerade schon in der 60er angefangen haben, nach dem Kriegende praktisch, dieses David und Schnuckenack Reinhardt zu gründen. Und hatten in der Zeit schon sehr viele Konzerte. Mhm. Und Platten waren noch sehr populär. Sie spielten noch damals schon für Adenauer, hier am Rolandseck. Sie hatten unwahrscheinlich sehr viel in der Zeit schon gemacht. Ja. Und ich denke, da kam dieser, was man früher, das ist Klischee von, sag ich mal, einfach jetzt so Zigeuner, man ein anderes Klischee gesehen hat. Mhm. Das waren einfach Menschen in der Gesellschaft. Und die Erfolg hatten, war eine mit ZDF eine Tournee durch ganz Frankreich. Mhm. Sie kamen dann wieder, sie haben Europa überall gespielt. Und ich glaube, das war so der Ansatz, dass Rheinland-Pfalz schon gesehen hat, wir haben hier Leute in Rheinland-Pfalz, die auch was tun. Mhm. Nicht nur wegen der Musik, aber ich denke, da wurden die Weiche schon gestellt, miteinander. Aha. Würden Sie denn sagen, empfinden Sie das so, dass die Rheinland-Pfälzer auch heute noch in der Integration offen sind, dass andere Gruppen sich integrieren können, dass man einfach auch interessiert ist an vielleicht anderen Kulturen, anderen Gedanken? Ja, ich kann ja sagen, als jetzt in meiner Arbeit gerade, für Sinti und Roma kenne ich ja sehr viele, ich will jetzt kein Land hier schlecht machen, bis, in Hessen zum Beispiel, vielleicht sind die Sinti und Roma, die nicht vielleicht durch die Musik in ihrer Stadt direkt so ankommen und drauf, auf die Leute drauf zugehen. Aber ich kenne das auch an Saarbrücken, in Koblenz bis Rheinland-Pfalz war diese schon sehr, schon immer eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Ich denke, dass die Politik, egal von was für Partei, irgendwo gestimmt hat, weil wir auch vielleicht geprägt waren durch unsere Vorfahren in Rheinland-Pfalz und haben das mitverfolgt. Und ich denke, das war bis jetzt immer gut. Es gibt die eine oder andere Sache, wo ich mir vielleicht auch wünschen würde, was vielleicht besser laufen könnte. Zum Beispiel ist mir mal aufgefallen, man müsste einfach mehr kommunizieren, dieses Miteinander. Ich denke, wenn immer so Gedenktage sind, dann auch wenn man jetzt Holocaust im Kranz niederlegt, wir sollten einfach mehr an dieser Sache festhalten und nicht nur gedenken, wir müssten einfach manchmal auch mehr tun. Wenn an diesem Tag, es hilft nur, wenn man an diesem Tag gegen Rassismus und gerade auch die Gleichstellung mehr tut, als wir nur an Gedenktagen. Aber was könnte man mehr tun, Ihrer Meinung nach? Was müsste man mehr tun? Man müsste sich einfach mehr mit der Sache vielleicht noch mehr verpassen, was Rheinland-Pfalz hier macht, intensiver. Zum Beispiel sehe ich in meiner Arbeit, die läuft, ich bin ja als dafür da, auch versuchen, dies zu kommunizieren in der Gesellschaft, also für beide Parteien immer so ein bisschen miteinander zu schaffen. Aber also heißt das einfach auch noch mehr Austausch, dass man wirklich die andere Kultur besser kennenlernt, um einander besser zu verstehen? Ja, genau. Ich denke, was schon immer so verbreitet habe, war, man müsste auch zum Beispiel im Landtag jemand haben, mhm, aus der Kultur, im Bundestag, der vielleicht nicht da ist, aber wenn es diesen Antiziganismus gibt oder Rassismusfälle, damit auch da eingeladen wird und jemand sitzt, der direkt vor Ort alles mitbekommt, bis das wieder von da an uns dringt, dann sind die Wege schon wieder anders da, dann ist schon wieder alles vorbei, dann war ich schon in der Zeitung, man könnte viel mehr
klären und stoppen, wenn das wäre. Es sitzt ja auch aus der, in Türke sitzt da, es sitzen Italiener da. Aber da ist ja alles gut so. Ich finde, dass aber von unserer Seite müsste da auch von uns einfach mehr gefordert werden. Im Guten jetzt nicht mit der Brechstange, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die Zusammenarbeit. Und haben Sie denn das Gefühl, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer offen sind? Also gibt es da jetzt hier in der Koblenzer Region viel Austausch? Werden Sie gefragt nach Ihrer Kultur? Ja, Koblenz muss man sagen. Gut, wir sind Koblenzer, durch meinen Vater geprägt, durch unsere Musik. Da ist sehr viel Austausch. Also Koblenz ist, viele sind die Roma, die ich kenne, sagen immer, ich möchte gerne in Koblenz wohnen. Weil man sieht, Koblenz, da ist viel, wir haben viel Kontaktzeit mit Lotto Rheinland-Pfalz, die viele Konzerte. Wir spielen, kriegen was, geben noch viel zurück. Das ist in anderen Städten vielleicht nicht so möglich. Aber allgemein ist Koblenz mit uns sehr gut verwurzelt. Also wir sind hier schon ewig, auch die Stadt treu geblieben. Mhm. Es gibt viele Familien, die gewechselt haben, viele Städte. Wir kamen wieder zurück, also unsere Eltern und Vorfahren, und sind hier geblieben. Also das ist gut. So. Und es gibt ja auch viele Traditionen in Rheinland-Pfalz. Haben Sie damit was zu tun? Interessiert Sie Karneval oder irgendwie andere Traditionen aus Rheinland-Pfalz? Ja, ja, wir sind Koblenzer und feiern noch Karneval. Das ist, also wenn ich in einer Stadt und einem Land lebe, es gibt immer zwei Sachen. Ich muss, wenn ich da lebe, muss ich das auch mitleben. Ich kann nicht nur hier Gast sein. Ich muss keinen Karneval feiern, um jetzt hier die Stadt zu leben, aber ich muss mich auch an der Tradition mit anpassen, sonst bin ich hier nur Gast und kann den Anschluss nicht finden. Das heißt nicht, dass ich, wenn jetzt Rosamunde ist, heißt, Tassen hoch trinken muss. Nein, aber man muss dies mitleben. Und ich denke, das ist in Koblenz so, wir sind hier groß geworden und Karneval wird hier gefeiert. Und das ist hier halb gang und gäbe miteinander. Und der perfekte Tag in Rheinland-Pfalz, wie sieht der für Sie aus? Was machen Sie? Gibt es Lieblingsplätze, Lieblingsorte? Ja, ich sitze schon gerne hier unten, ja, am Plan. Das ist für mich doch ein bisschen Altstadt drin, das sitze ich schon gerne. Also das ist so ein Ort, wo ich sage, hier ist noch alles, nicht die Welt in Ordnung, aber das ist so mittendrin. Da sitze ich schon gerne und schaue mir ein bisschen alles an zum Kaffee. Das ist für mich auch so Koblenz, so ein bisschen. Und wenn Sie jetzt die letzten zwei Jahre Pandemie, das war ja für viele wirklich eine schwierige Zeit. Wie ging es Ihnen persönlich und haben Sie das Gefühl, dass diese Krise für die Gesellschaft wirklich eine schwere Belastung war? Ja, ich denke, das hat nicht nur an die persönliche, auch an die Musiker gelegen. Niemand konnte spielen, die Familie konnte sich nicht so sehen. Das war schon eine Belastung. Aber viele, die jetzt, sagen wir mal, ganz allein waren, für denen war es schwer. Musiker, die nur davon gelebt haben, die hatten schon Probleme. Bei mir war es noch, ich habe noch einen Job in der Familie bei uns, meine Tochter, mein Sohn. Das ist vom Finanziellen war es für uns ein bisschen besser. Aber ich denke, trotzdem hat es an die Familie irgendwo schon genagt, an alle, weil du bist ja nicht mehr so frei, du bist also eingeengt, du hast nicht mehr den Kontakt auch mit anderen Leuten. Mhm. Es war schon an der Grenze, dass man gesagt hat, egal, auch wenn ich mich jetzt hier anstecke, ich muss raus. Das war schon die Grenze, wo man gesagt hat, ich vergehe jetzt hier einen Verstoß und sage, ich halte mich nicht daran. Die Grenze war schon manchmal da, obwohl ich das immer gemacht habe, habe auch überall gesagt, lasst euch impfen. Das war für mich ganz klar. Ich hatte auch das mal auf jeder Bahnhof gestanden, ein Plakat. Django Reinhardt lässt sich impfen für seine Konzerte, um niemanden anzustecken und seine Familie nicht. Aber es hat schon gezerrt und genervt an jeden. Ja, überhaupt, ich meine auch das kulturelle Leben, es soll jetzt langsam wieder starten, aber auch damit tut sich ja doch mancher schwer. Haben Sie das Gefühl, dass die kulturelle Szene vor Corona lebendig genug war und jetzt auch genug getan wird, damit das kulturelle Leben wieder losgeht? Also ich finde, jetzt von meinem Empfinden, was ich schon merke an die Konzerte, dass man jetzt versucht, alles wieder zu machen für die Kultur. Und die war ja vorher schon, die hat ja gelebt. Also ich merke, die Konzerte werden jetzt wieder gekauft, die Leute kaufen gerade. Ich glaube, dass die alle nur denken, es ist vorbei und es geht weiter. Und ich bin auch jemand, der gern eine Maske anzieht. Aber vom Kopf her will ich mal wieder sagen, irgendwann muss vorbei sein. Irgendwann muss man ein normales Leben führen können, auch mal ohne. Aber ich denke, das kulturelle Leben, merkt man, wird überall wieder gefeiert und gemacht. Obwohl ich sehe, in der eigenen Familie, man lädt auch nur noch gezielt ein.
Aber das wird sich auch wieder ändern, weil sie Angst haben. Die Familie, ältere Leute, will man niemanden anstecken. Wenn man draußen ist, ist man vielleicht lockerer. Und denkt, aber in der Familie, guck mal, komm, da ist ein älterer Mann, ältere Frau, will man das vielleicht anstecken? Da merke ich schon, ist ein bisschen alles konzentrierter. Was würden Sie denn sagen? Ist die Kultur ein guter Botschafter, um verschiedene Kulturen zu integrieren, um sich besser kennenzulernen? Ist die Kultur insofern auch so ein bisschen der Kitt der Gesellschaft? Ich glaube schon. Ich glaube nicht an der, sag ich einfach jetzt nicht abwenden, an der Biertheke. Ich glaube, die Kultur, miteinander Kulturveranstaltungen zu machen, das gehört dazu, Musik, dazu gehört auch andere Veranstaltungen, seit Lesen, seit Ausstellungen, alles in der Kultur, finde ich, lernen sich viel mehr Leute kennen, gehen aufeinander zu, als wenn man nur sagt, man trifft sich irgendwo in einem Café. Ist ja irgendwo auch Kultur. Aber ich denke, das sagt schon viel aus, um weitere Menschen kennenzulernen. Und einfach den Austausch ist dann viel einfacher. Wenn wir mal nach vorne schauen, 10, 20 Jahre in die Zukunft, wenn Sie gestalten können, was würden Sie sagen? Was muss sich in Rheinland-Pfalz ändern? Oder welche Schrauben könnte man drehen, damit es in die Richtung geht? Schwierig zu sagen, weil Rheinland-Pfalz, nicht weil ich hier lebe, gut aufgestellt ist. Vielleicht wäre es einfach mal, sage ich jetzt mal, viel wichtiger, dass die Politik sich vielleicht mehr zusammenrauft. Manchmal kommt es ja darum, dass die Politiker in Rheinland-Pfalz sich auch nicht einig sind, die Partei, und dann wieder auf den Bürger zurückkommt. Ich glaube, da, wenn man Schraube könnte, dass man irgendwann sagt, wir sitzen alle in Rheinland-Pfalz und versuchen alle das Beste und arbeiten nicht gegeneinander. Wenn das noch besser funktioniert, ich glaube, dann sind die Bürger auch besser eingebunden und dann gibt es doch nicht die Partei von der, das ist meine Partei, das ist meine, diesen. Man sollte, die müssen anfangen, schon zu zeigen, wir sind eins, haben unsere klare Richtung. Aber wenn das schon kommuniziert wird, ich glaube, dann ist auch bei dem Normalbürger dieses einfacher. Haben Sie denn das Gefühl, dass bei politischen Entscheidungen können Sie das gut nachvollziehen, warum die so oder so gestellt werden? Manchmal ja. Aber manchmal frage ich mich auch dann, wie konnte die Entscheidung manchmal fallen, wenn es zum Beispiel um Kultur geht. Dann denke ich immer zum Beispiel, wieso hat man dann das und das nicht beachtet? Das war ja eben, was ich gesagt habe. Es müsste immer bei Entscheidungen, Kultur und Integration, Rassismus, trotzdem jemand immer irgendwo von uns auch im Amt sitzen und da mitzureden. Und nicht, dass es dann an uns dringt oder an den Zentralrat. Das ist ja dann immer, wo man sagt, dann fängt das an, dass wir natürlich sagen, ja, bei uns hat man nicht bedacht. Mhm. Im Vorfeld müssten viele Sachen geklärt werden. Sei jetzt die Flüchtlinge, die kommen. Man spricht immer, es kommen viele Flüchtlinge. Ich habe gerade ein Projekt gemacht, Kaffeehahn, dieses Konzert spiele ich jetzt für die ukrainische Frauen und Kinder, die kommen. Wir haben das umgeplant. Aber da sind noch viele, sind die in Roma dabei. Aber das wird irgendwie von der Politik nicht gewollt, aber es kommt wenig darum rum. Ich spiele trotzdem für alle. Ich mache da keinen Unterschied. Mhm. Mir ist egal, aber dies müsste vielleicht auch mal mehr auf uns drauf zugekommen werden. Könnt ihr schon darum kümmern? Ich glaube, ich habe jetzt von der Ministerpräsidentin einen Anruf bekommen von ihren Berater. Die machen jetzt ein Lager auf, wo dann viele da von uns sind, wo wir direkt hin können. Mhm. Weil die öffnen sich uns eher in der Sprache, ja, und wir da helfen können. Aber das heißt nicht, dass mir die anderen nicht helfen und mitmachen. Aber da hakt das immer noch. Würden Sie denn auch sagen, wenn wir über die Zukunft sprechen, dass in den Schulen, in der Bildung mehr getan werden müsste, damit also die Kultur der Sinti und Roma überhaupt gekannt und verstanden wird? Wenn ich ganz ehrlich bin, läuft es da sehr gut. Also ich sehe, dass das Angebot der Kultur, auch der Sinti und Roma, jeder hat ja das gleiche Recht, in die Schule zu gehen. Da sehe ich mehr die Verantwortung in der Familie. Dass die Familie ihre Kinder mehr fördert, weil wir hatten ja alle dasselbe Recht. Wenn ich hier lebe, habe ich ja dasselbe Recht. So, dann bin ich ja in Deutschland und bin Deutscher. Also kann ich mir die Rechte, die der gibt, kann ich mir ja auch dann nehmen. Also schulische Bildung, Förderungen. Und wenn ich die nutze, dann habe ich auch für mein Kind und für das Enkelkind natürlich auch Chancen. Da sage ich immer wieder, diese Bildung gibt's, weil wir so Projekte ja auch wahrnehmen. Und wir müssen die Familie auch einfach selber wahrnehmen. Sie sagen, auf der einen Seite gibt es die Rechte, es gibt aber natürlich auch die Pflichten oder Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja. Sehen Sie da genug Engagement?
Ja, ich denke, dass in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland überhaupt das Ehrenamt sowieso ganz oben liegt. Wir merken ja, in jeder Ecke, wo du kommst, in private Häuser, da wo schon in der Goldgrube, da gibt es Leute, die andere helfen. Das ist schon sehr gut, also das Ehrenamt. Mhm. Ich denke, da gibt es viele Menschen, die ihr ganze Zeit opfern. Also im Ehrenamt, glaube ich, darin hapert es nicht. Was Persönliches, gibt es so Jahreszeiten, die Sie besonders lieben? Oder wenn Sie Urlaub in Rheinland-Pfalz machen, wo würden Sie dann hinfahren? Ja, wenn ich ehrlich bin, ist zwar die Hauptstadt, aber mir gefällt Mainz sehr gut. Okay. Schon immer war es eine schöne Stadt. Trier ist so, das sind so zwei Städte, die mir richtig gut gefallen. Und wenn Sie ein Foto aus Rheinland-Pfalz verschicken, welches Motiv ist drauf? Immer das deutsche Eck. Und wenn Sie ein rheinland-pfälzisches Geschenk machen, was wäre das? Ja, da gibt es die rheinland-pfälzische Fahne, die ist doch, kriegt man da auch, die habe ich auch schon verschickt. Wir müssen stolz sein, dass wir Rheinland-Pfälzer sind. Und wenn ich hier lebe, mich wohlfühle, muss ich auch dahinter stehen. Und wenn Sie etwas kochen aus Rheinland-Pfalz, was wäre das? Können Sie kochen? Ne, ich eher nicht. Ja. Die meisten sagen Döppekuchen. Ja. Mögen Sie den? Döppekuchen esse ich gerne. Ich könnte jetzt nicht sagen, was jetzt typisch rheinland-pfälzisch Essen ist, weil es gibt in jeder Stadt schon was anderes. Ne? Das stimmt. Also in Trier gibt es schon die Bratwurst, das heißt schon anders als bei uns. Ja, das stimmt. Deswegen kann man das nicht so einordnen. Aber dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren. War super. Dankeschön. Vielen Dank.